Das ist der neue BMW in GTA Online. Moin Leute, euer Wammert wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug in GTA Online. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst die krassesten Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde sagen, fang noch mal direkt an. Welches Fahrzeug wurde denn hinzugefügt? Und zwar wurde der Übermacht René Hart hinzugefügt. Dieses Fahrzeug findet ihr auf South San Andreas für einen stolzen Preis von 1.598.000 GTA-Dollars. Aber gut, ich würde sagen, wir kaufen das Ding mal und schauen, was dahinter steckt. So, generell, das Fahrzeug ist eine Limousine und hat auch Allrad, so by the way. Und tuningteilentechnisch hat das Fahrzeug natürlich auch ein bisschen was zu bieten. Beim Tuning ist mir aufgefallen, so Richtung Stoßstangen und auch alle anderen Tuningteile, dass man hier auch viel auf Carbon umtunen kann. Also so gesehen, dass man diesen BMW hier zum M-Paket umtunen kann. Aber gut, generell Stoßstangen gibt es so Richtung 10 Stück, vorne und hinten. Motorhaube ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Was mir hier aber auch leider aufgefallen ist, in Sachen Innenraum. Denn Innenraum kann man tatsächlich, ich sag's mal, Überrollkäfig machen, aber man kann den Überrollkäfig nicht getrennt mit, ich sag's mal, getunten Sitzen tunen. Ne? Also wenn man Überrollkäfig haben möchte, dann muss man auch, ich sag's mal, die getunten Rennsitze, die eh copy-paste sind von anderen Bennys Fahrzeugen etc., nehmen. Was ich sehr schade finde und was ich ja auch sehr schade finde an diesem Fahrzeug ist, dass sich die Rückbank gar nicht ändert, im Gegensatz zu den vorderen Sitzen. Ich finde, man hätte auch die Rückbank einfach auch so Rennsitze oder irgendwie was anderes machen können, damit das Ganze irgendwie cleaner aussieht. Wenn man hier die Rennsitze im Raum, ich sag's mal, tuned bzw. mit Überrollkäfig, ändert sich auch automatisch das Armaturenbrett. Also alles, was man theoretisch hätte trennen können, um mehr Vielfalt generieren zu können, haben sie leider nicht gemacht, sondern die haben alles zusammengepackt in einer Kategorie. Was ist sehr schade finde und hier ist sehr viel Potenzial verloren gegangen. Was ich persönlich sehr positiv finde, was eigentlich auch endlich mal passt zum Fahrzeug, ist tatsächlich das Dach, denn man kann auf dem Dach die Dachbox drauf tunen. Und die Dachbox gibt es natürlich auch für Supersportwagen, was ich alles, hat aber nie gepasst, weil es ist halt ein Supersportwagen. Und ich finde in hier so einer Limousine passt die Dachbox einfach genial. Ansonsten ist mir noch aufgefallen in Sachen Auspuffe, dass man hier zum Beispiel einen Auspuff natürlich auch hochziehen kann, beziehungsweise je nachdem wie hoch, beziehungsweise wie weit man runter geht von der Auswahlmöglichkeiten, dass man den Auspuff auch seitlich haben kann. Was ich natürlich, je nachdem, wenn es so einen Rennwagen-Look oder MM-Paket-Look haben wollt, natürlich ziemlich cool ist. Was ich hier aber auch dazu sagen muss, je nachdem, welche hintere Stoßstange ihr getuned habt, sieht das Ganze dann wiederum nicht so toll aus. Ne? Also muss ja auch mit den hinteren Stoßstangen matchen, denn sonst habt ihr hinten so ein paar Löcher, wo eigentlich mal die Auspuffrohre waren. Ja, ist natürlich nicht ganz so optimal. Was mir bei Farben auch aufgefallen ist, dass dieses Fahrzeug gefühlt nur Primärfarbe besitzt. Zwar könnt ihr auch Sekundär tunen, aber Sekundär ist nur die Dachbox möglich oder halt der Innenraum. Was ich sehr schade finde, da man hier nicht mit zwei Farben rumspielen kann, wenn man das möchte. Was ich sehr cool finde, ist natürlich auch hinten der Spoiler. Ja, eine Limousine kann auch Spoiler haben. Und auch so schön richtig kleine winzige Spoiler, was ich sehr cool finde. Aber natürlich auch für die Leute, die sagen, ey, ich brauche hier einen Showcar. Die können praktisch einen Spoiler drauf machen, der gefühlt größer ist als das Auto selber. Ihr wisst, was ich meine. Aber das gefällt mir generell daran, dass man hier eine große Auswahl hat. Ansonsten ist das Fahrzeug jetzt nicht groß Special-mäßiges oder sonst irgendwas. Renntechnisch glaube ich jetzt eher weniger, dass er geeignet ist dafür. Ich meine, er hat zwar Allrad, aber ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit ist bei diesem Fahrzeug jetzt nicht so hoch. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt kein Experte bin in Sachen Limousinenrennen. Also das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Aber gut, die Frage der Frage, Leute, habe ich das Fahrzeug gemoddet? Und natürlich habe ich das Fahrzeug gemoddet. Falls ihr dieses Fahrzeug auch haben wollt, Leute, dann verpasst nicht meinen nächsten Give Cars to Friends Stream, denn dort könnt ihr zum Beispiel dieses Fahrzeug kostenlos von mir bekommen oder andere Fahrzeuge aus dem DLC. Aber gut, Leute, das waren jetzt generell alle Informationen rund um dieses Fahrzeug. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao!